Hallo und herzlich willkommen zu Impossible Creatures. Ich kommentiere für euch heute eine Runde gegen die KI. Falls ihr Impossible Creatures nicht kennt, es ist ein Echtzeit-Strategiespiel, wo man sich im Endeffekt selbst Einheiten baut, indem man verschiedene Tierarten miteinander mischt. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel meine Armee, die ich mir gebaut habe. Ich gehe später noch im Detail auf jede Kreatur ein. Wir spielen jetzt gegen die KI, also ich besser gesagt, auf normal. Ja, ich habe ziemlich lange nicht mehr gespielt. Ich muss erstmal wieder reinkommen. So, wir haben die drei Gehilfen am Anfang. Okay. Mit denen wollen wir direkt einen Stromturm bauen und dann neuen Gehilfen erschaffen im Labor. Die schicken wir dann zur Kohle. Und auch die drei, die den Turm gebaut haben, schicken wir mit Shift und Rechtsklick zur Kohle, damit die nach dem Bauen direkt Kohle abbauen. Jetzt einfach gucken, dass so oft wie möglich ein neuer Gehilfe erschaffen wird. Ein neuer Henchman heißt im Englischen. Genau. Ich spiele übrigens mit der Tellurian-Mod, deshalb ist es auf Englisch. Das Vanilla-Spiel kann man auch auf Deutsch einstellen. So. Wir wollen jetzt für jeden Kohlehaufen, der hier ist, also 5 Stück, wollen wir 2 Gehilfen haben. Und ja, also wenn wir alle Gehilfen ausgewählt haben, so wie eben, dann ist eine Reihe, sind 9 Stück. Das heißt, wir wollen quasi ja, eine Reihe und einen haben. Und hier, wenn die, jetzt habt ihr es gesehen, wenn die 10 voll sind, schicken wir den nächsten Gehilfen, der rauskommt, den zweiten Stromturm bauen. Ist hier jetzt schon alles passiert, ne? Und, genau, die Gehilfen, die danach kommen, schickt ihr dann alle raus, um einen Stromturm nach dem anderen zu bauen. Und bis ihr irgendwann alle 4 habt, so wie jetzt, und dann müssten 5 Gehilfen übrig sein. Dann können wir auf Stufe 2 gehen und mit den 5 Gehilfen gehen wir zum nächstgelegenen Kohlevorkommen und bauen dann hier einen Workshop, also ein Kohlelager. So, die Gehilfen sollen dann direkt auch einen Terratank bauen, also da können wir unsere Kreaturen erschaffen. So, beziehungsweise unsere Landkreaturen. Wir sind jetzt auf Stufe 2, also es gibt auch Stufe 1 Kreaturen, aber die sind in der Regel, ja, die lässt man meistens weg. Hat den einfachen Grund, dass man in der Regel, wenn man dann genug Stufe 1 Kreaturen hat und man ist beim Gegner, ja, dann ist der schon Stufe 2 und schwupp, haut er deine Viecher halt weg. Jetzt habe ich mir gerade voll den Arm angerannt, aber nicht so schlimm. So, also, wir haben jetzt hier die ersten 2 Kreaturen erschaffen und hier seht ihr jetzt einen ganz, ganz tragischen Fehler, den ich mache. Also erstmal habe ich jetzt hier die Stromgeneratoren gebaut oder einen und den hätte ich schon ein bisschen früher bauen können, aber vor allem habe ich 2 Kreaturen erschaffen und dann nichts mehr. Und ihr wollt eigentlich die Dinger immer am Laufen halten. Gehilfen hätte ich vielleicht auch noch ein paar mehr erschaffen können, aber es ist natürlich immer schwierig, alles gleichzeitig zu machen. Ne? Deshalb auch erstmal zum Reinkommen, wieder auf normal. So. Genau, zu den Kreaturen. Wir haben einmal die Berglöwen und Herkuleskäfer. Der Mountain Beetle ist eine Stufe 2 Nahkampfkreatur. Er ist perfekt für schnelle Angriffe wegen seiner hohen Geschwindigkeit und seinem großen Nahkampfschaden. Er kann Sprungangriff, er ist schnell am Gegner ran und vor allem macht er Bonusschaden gegen Gebäude durch Barriere zerstören. Er ist zusammengesetzt aus dem Berglöwen und dem Herkuleskäfer. Die stehen jetzt vorne, habe ich auf die 1 gelegt und als Fernkämpfer seht ihr jetzt hier gerade, das sind Warzenschweine mit Chamäleon gemischt. Der Schamatok ist eine Stufe 2 Fernkampfkreatur, die aus dem Chamäleon und dem Warzenschwein zusammengesetzt wird. Durch die Camouflage-Fähigkeit des Chamäleons kann es sich jederzeit zurückziehen und unsichtbar machen und dann Leben regenerieren durch die Regenerationsfähigkeit. Außerdem bekommt
der Schamatok in der Gruppe einen Verteidigungsbonus aufgrund von Herdenbildung, was auch sehr gut synergiert mit der Regenerationsfähigkeit. Dann wird jetzt mal der erste Angriff gestartet. Ich hätte jetzt in direkter Linie links entlang gehen können, wie ihr auf der Minimap unten seht. Ich habe mich aber für den längeren Weg rechts entschieden. Einfach, weil da eben Kohlevorkommen ist. Sehr zentral auf der Karte. Die anderen zentralen Kohlevorkommen, da ist halt Wasser dazwischen. Ne, da brauchen wir erstmal Amphibieneinheiten, um dort zu kämpfen. Die habe ich auf Stufe 2 noch nicht dabei. Die Gehilfen können auch einfach so schwimmen, das ist kein Problem, aber naja. Ich baue jetzt mit denen mal hier ein Lager auf und danach direkt auch zwei Terra-Tanks. Im Englischen heißen die Creature Chamber. So, und ihr seht jetzt, ich versuche die ganzen Ressourcenspots auf der Karte für mich zu gewinnen. Ne? Also eben habe ich noch mit dem Gehilfen einen Generator gebaut. Da in der Mitte im Wasser. Und, oh, gut, der Gegner ist jetzt irgendwie noch nicht so weit. Level 3 Research is complete. Also ich denke, der Start war ganz stabil. Darauf kann man aufbauen. Wir sind jetzt auch auf Stufe 3 und können stärkere Kreaturen bauen. Die Stufe 2 Kreaturen sind sehr, sehr wichtig. Und man macht viel mit denen, aber auf Stufe 3, da kommt nochmal so ein, ja, wie soll ich sagen, ja, so ein Breaking Point, wo die deutlich stärker werden. Der Taigagon ist eine starke Stufe 3 Nahkampfkreatur. Er macht 14 Nahkampfschaden, das ist ganz okay, aber seine Stärke liegt eher im hohen Leben und Verteidigungswert, trotz moderater Geschwindigkeit. Er hat außerdem Regeneration, was natürlich für die Tankiness extrem gut ist. Seine Attacken beschränken sich aber nicht auf die 14 Schaden, die er macht. Er hat außerdem einen giftigen Biss, der Schaden über Zeit macht und außerdem die Gegner verlangsamt. Auch die Gegner, die ihn angreifen, werden vergiftet durch seine giftige Berührung. Und er hat den Sprungangriff, das heißt, er ist auch direkt am Gegner dran und kann so auch Fernkämpfer gut bekämpfen. Er ist eine Mischung aus Tiger und Komodo Varan. Das sind zwei von meinen absoluten Lieblingstieren. Also, ich mag die auch in echt, aber ich meine eigentlich im Spiel. Und ja, im Endeffekt ist es ziemlich erledigt, ne? Wir sind in der Basis. Er kann nicht mehr so viel Kohle sammeln. Und ja, ah, hier sind noch Gehilfen, da wollte er woanders hin. Hier seht ihr jetzt noch meinen Stufe 3 Fernkämpfer. Das ist ein Delfin mit der Löwin. Der Lion-Nolfin ist eine Stufe 3 Fernkampfeinheit und wird aus der Löwin und dem Delfin zusammengesetzt. Er macht 7 Fernkampfschaden auf 18 Meter Reichweite und die Attacke betäubt die Gegner auch. Im Leben ist jetzt nicht super viel, aber er ist schön schnell unterwegs und hat auch die Fähigkeit Pack Hunter bzw. Rudeljagd. Das bedeutet, in einer Gruppe von mindestens 4 macht er zusätzlichen Schaden. Löwin oder Löwe? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es müsste die Löwin sein. Macht tatsächlich einen Unterschied. Ja, müsste die Löwin sein, ja. Genau. Ich denke, die Stufe 4 Kreaturen werden wir nicht mehr sehen in diesem Video. Aber dann vielleicht bei der nächsten Runde, wenn wir gegen eine Nummer härter spielen. Ja. Ich denke, alles in allem kann man das für einen Wiedereinstieg erstmal anbieten. Mein größtes Problem ist, glaube ich, das konstant bleiben, immer Kreaturen und Gehilfen zu erstellen. Gehilfen vor allem am Anfang. Und ja, wenn man halt die Kohlehaufen voll besetzt hat und also immer 2 Gehilfen pro Kohlehaufen, mehr können die einfach nicht abbauen, ne? Also mehr können nicht dran arbeiten, effektiv. Beziehungsweise es kann immer nur einer dran arbeiten. Und wenn der dann seinen Rucksack voll hat mit Kohle und läuft zum Ablegen, dann kommt der zweite. Das ist der Sinn der Sache. Was ich vergessen habe. Man kann noch ein Forschungszentrum bauen
Und da, ganz wichtig, gibt es eine Forschung, dass die Gehilfen schneller Kohle sammeln. Ganz großer Fehler jetzt meiner Meinung nach, dass ich die Armee so lange aus den Augen gelassen habe. Ja? Also da hätte jetzt sonst was passieren können. Der ist jetzt auf Stufe 3 geworden in der Zwischenzeit. Wahrscheinlich könnte der schon tot sein. Und wir sind doch noch Stufe 4 gegangen. Genau. Ich habe in der Zwischenzeit jetzt auch die Generatoren immer mal wieder geupgradet. Auch ganz, ganz wichtig. Ihr drückt einmal auf Upgrade für ein bisschen Kohle und dann bringt es euch einfach passiv Elektrizität ein ohne Ende. Und auch wenn ihr keine Kohle mehr habt, die Elektrizität könnt ihr auch immer umtauschen im Warenlager, im Workshop. Geht aber nur mit der Tellurian-Mod, ne? In Vanilla geht es nicht. War auch was, das mich immer geärgert hat früher. Naja, jetzt seht ihr jedenfalls, wie unsere Level 4 Kreaturen auch hier ankommen. Beziehungsweise eine. Und rennt voll rein, voll vorwärts. Das ist eine Giraffe mit Hummer. Vermischt. Der Gyrobster ist eine Stufe 4 Nahkampfkreatur und wird aus der Giraffe und dem Hummer zusammengesetzt. Er ist amphibisch, das heißt, er kann im Wasser schwimmen, aber man braucht eben auch den Aquatank dafür. Er hat einen sehr, sehr guten Nahkampfschaden mit 26, macht Bonusschaden an Gebäuden durch die Scheren des Hummers und hat Regeneration. Er ist sehr, sehr schnell vor allem. Leben ist ganz okay. Genau. Hier eben schnell zur gegnerischen Base und alles kaputt hauen. Und dabei den Schaden tanken und regenerieren. Sehr, sehr cool, eine meiner Lieblingskreaturen. Genau. Als Fernkämpfer auf Stufe 4 habe ich da noch Coyote mit Orca, beziehungsweise Killerwal heißt es hier. Ja. Orca auch immer sehr, sehr cool. Sowohl in echt als auch im Spiel. Ja, benutze ich gern. In Vanilla tatsächlich lieber. Aber, ja. Oh, also, der Gegner hat jetzt doch nochmal ein bisschen Gegenwehr irgendwie. Mit irgendwelchen Delfinen-Viechern da angerückt. Aber nichts, was uns jetzt noch irgendwie Sorgen bereiten würde. Tatsächlich, auf der linken Seite hat er noch ein Zwischenlager, ne? Ein Stützpunkt sehe ich gerade auf der Karte. Da hätte ich vielleicht mal früher einfallen können und dafür sorgen können, dass er, da keine Ressourcen bekommt. Aber im Endeffekt ist das Lager gleich kaputt und dann hat sich die Sache erledigt. Also, das Labor besser gesagt. Genau, unser Labor, unsere Basis ist übrigens ein fliegender Zug. Falls euch das noch nicht bewusst ist. Seht ihr alles, wenn wir die Kampagne spielen. Also, easy win, aber es war ja auch nur die normale KI. Davor habe ich eine Runde dagegen verloren. Also, doch nicht so selbstverständlich, ne? Aber wie gesagt, es ist halt alles eine Sache von konzentriert bleiben und dranbleiben, Armee herzustellen vor allem. Also zumindest ist es für mich die größte Herausforderung. Hier seht ihr jetzt nochmal die beiden Armeen, die benutzt wurden und die Statistiken. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal.